Hey Carmine, alles klar? Du bist verdammt ruhig. Es kann nur einer reden. Und Bert plappert doch ohne Pause. Ich kann ihn knebeln, wenn du willst. Würde ich gern tun. Warum dachten wir gleich nochmal, dass man in Hanover nach Vorräten suchen sollte? Baby, vertrau dem Coltrane, um die Schätze zu finden. Das ist mein Gebiet. Kugas Territorium. Ja, ja. Als ob das gerade viel ausmacht. Okay, 7-0. Wir melden uns, wenn wir was finden. Roger, gute Jagd. Das ist also dein Zuhause, Cole? Nobel. Hat sich in der Zwischenzeit viel verändert? Hey, die ganze verdammte Welt sieht so aus. Bewegung! Hey, hey, guck mal da drüben. Ich schätze, das war mal ein gestrandeten Vorposten. Oh, irgendwie glaube ich nicht an einen natürlichen Tod. Wirklich, Doktor? Yep, nenn es weibliche Intuition. Ich sagte doch, Zeitverschwendung. Es muss hier noch weitere Außenposten geben. Suchen wir weiter. Ich sag's dir, hier bimmelt es von Freaks. Du weißt, was Stalks bedeuten. Polypen. Wir haben seit Monaten keine Polypen gesehen. Entspann dich. Hey, Bert, sieh mal, das Haus dort drüben. Ich kann uns sehen. Dich und mich, zwei Kinder, einen Hund. Ja, und meine große Packung Suizidtabletten. Tja, dann muss ich dein Abendessen nicht mehr vergiften. Ja, eines Tages werde ich dir fehlen. Nur wenn ich... Wow! Hey, hier da unten! Kommt ins Licht, aber ganz langsam! Macht keinen Quatsch, sonst pusten wir euch die Köpfe weg! Ganz langsam. Ruhig Blut, mein Freund. Waffen sichern! Hey, die KOL kommt, um uns zu zivilisieren. So eine Freude. Ja, wir sitzen alle im selben Boot. Wir wollen nur Nahrung tauschen. Tja, wir haben kein Essen übrig. Und selbst wenn, würden wir sicher nicht mit euch KOL-Ärschen tauschen. Oh... Für sie gebe ich dir schon ein Stück Speck. Speck. Hey, mach das Geschäft, Cole. Ich hatte seit 6 Monaten keinen Speck. Danke, verzichte. Gibt's hier noch andere Camps? Ein paar. Versucht es beim Lagerhaus unten am Anleger. Oder beim Stadion. Klar, da müsst ihr an den Leuchtviechern vorbei, aber hartgesottene Helden wie ihr schaffen das sicher ohne Probleme. Ziemlich ungesellige Kollegen, oder? Das nennt man Arschlöcher. Ach, kommt, sehen wir weiter. Irgendwo hier muss sogar ein alter Tante-Emma-Laden sein. Mal schauen, ob die Angebote noch gelten. Verdammte Schande, dass Jack nicht für das Tor da ist. Der kleine Kerl fehlt mir. Hey, er ist noch kein Schrott, okay? Ich suche noch nach einer Energiequelle für ihn. Bevor du dich versiehst, ist er wieder wie neu. Machen wir es auf die Delta-Art auf. Hey, Bert, warum springst du nicht drauf? Ich gebe dir dann einen Schubs. Ja, aber... Hier lebt noch einer! Was auch immer das ist, es bricht den Weltrekord im Hässlichsein. Zieh auf die Kante! Mhm.
Weißt du, vielleicht war ich zu hart zu den Polypen. Sie sind mir jedenfalls lieber als diese neuen Leuchtviecher. Cole, weißt du sicher, wo der Laden ist? Ich meine, als du ein großer Trashball-Star warst, haben das sicher andere gemacht. Klar, aber einer von ihnen muss mir bei meiner Maniküre gesagt haben, wo er ist. Weiter geht's. Jo, der Laden sollte dort vorn sein. Wir nehmen die Abkürzung. Lass dich nicht stören. Cowboy, pass auf! Wow! Das war knapp. Hast du dich hier tot gefühlt, aber niemand hat's dir gesagt? Okay, sehen wir uns mal die Angebote der Woche an. Na schön, wo ist der Kaffee? Wo ist der Speck? Wir uns einen Weg nach hinten. Sucht nach allem Nützlichen. Okay, Bert, jetzt haben wir Polypen. Zufrieden? Ja, wie geil! Ah!
davor beim Shopping. Volltreffer, Baby! Munition ist alle! Hitler! Hab dich nie spielen sehen, Cole. Du musst toll gewesen sein. Bin ich immer noch, Baby. Weißt du, ich müsste nur mal wieder trainieren. Hier hinten ist nur eine weitere Tür. Okay, machen wir sie auf. Lass dich nicht stören. Scheiße, da ist ein Spind im Weg. Okay, schauen wir mal, ob er sich bewegen lässt. Weg mit der Kiste, dann kommen wir an den Schalter ran. Nicht du. Ich weiß, was passiert, wenn man ein wütendes Mädel in einen Laderoboter lässt. Hey, wir könnten ausnahmsweise mal Glück haben. Das Zeug könnte brauchbar sein. Cole an KR-70 fordern Lebensmittel-Evakuierung. Sind auf Gold gestoßen, Sir. Roger, die Landezone wimmelt von Leuchtviechern. Helft mal beim Saubermachen, okay? Wir werfen eine Rauchgranate als Markierung.
wird gemacht. Komm schon, bring mir das raus. Schieß auf die Kapsel. Ja. Wir grünen raus! Jo, noch ein Star! Gib mir das Sterben! Wir sind überall! Landezone sichern und dann schnell mit dem Volk zum Abholen! Hallo, das hast du schon gesehen! Drag ist raus! Sie ist leer! Okay, HR-70, Lieferung ist bereit. HR-70, Ladung gesichert. Cole, schaff deine Jungs hier raus, wir geben euch Deckung. Ihr habt's gehört! Machen wir einen Abflug, Baby!